Es war definitiv kein guter Tag, um ein Buch zu kaufen. Vor Lehmanns Buchhandlung standen rund 1000 Menschen und warteten auf den Helden ihrer Kindheit. Hau drauf, Rabauke, Bud Spencer. Ich stehe seit um 3 hier mit meiner Freundin. Und naja, weil ich mein Buch halt unterschreiben lassen will, und den endlich mal live zu erleben, als nur im Fernsehen. Er hat das sehr viel erreicht. Er hat auch alles gemacht, was man sich eigentlich vorstellen hätte können. Manche Leute, die trauen sich erstens nicht oder haben nicht das Geld dazu oder die Zeit dazu und so. Das ist schon beeindruckend, was er alles in seinem Leben auf die Beine gestellt hat. Ich bin ein Fan schon zig Jahre. Ich kenne alle Filme von ihm. Und wenn die im Fernsehen kommen, die gucke ich immer wieder an. Egal, ob es Wiederholung ist oder nicht. Macht ihm halt Spaß. Andere wiederum konnten den ganzen Trubel überhaupt nicht verstehen. Also ich hatte ja eher irgendwie einen finanziellen Hintergedanken, dass es da was umsonst gibt. Aber wirklich nur Bud Spencer, alle Achtung. Das in seinem Alter gefällt mir. Der bärtige Action-Koloss zum Anfassen nah. In seinen Prügelrollen hat er stets eine starke Rechte, die er auch jetzt noch gut gebrauchen kann, zum Signieren seines Buches. Darin erfährt man, wer Bud Spencer wirklich ist. Ein vielseitig begabter Italiener namens Carlo Pedersoli, der ganz zufällig Schauspieler wurde. Ja, sie wollten eine große Person. Sie haben mich ausgewählt, nachdem sie ein bisschen gesucht haben. Sie mussten mich überreden, weil ich erst nicht wollte und weil ich es auch nicht konnte. Dann haben wir uns letztendlich doch geeinigt. Nun ist er auch noch Buchautor. Aber warum hat er jetzt mit 81 Jahren seine Biografie geschrieben? Ich wollte stabilisieren, dass Ich wollte klar machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Carlo Pedersoli und Bud Spencer. Rückblickend auf mein Leben habe ich zwei Figuren verkörpert. Einmal mich und einmal Bud Spencer. Allerdings wurde Bud Spencer vom Publikum erfunden. Und das Publikum liebt ihn auch heute noch. Nach vielen Stunden in der Warteschlange haben sie ihren Helden gesehen. Mit dem Bud im Buch geht für den einen oder anderen ein Traum in Erfüllung. Seit 20 Jahren guckt man die Filme und dann auf einmal sitzt er hier. Schon krass. Ich kann es noch nicht beschreiben. Ich muss zugeben, ich bin ein großer Fan von ihm. Und ich weiß nicht, ich kann es noch nicht ehrlich verarbeiten. Dass so viele Leipziger gekommen sind, nur um ihn zu sehen, das muss Bud Spencer auch erstmal verarbeiten.